Moin Leute, hier mal wieder vegan unterwegs. Diesmal sind wir in Freiburg mit der fast südlichsten Stadt Deutschlands, glaube ich. Und auch die sonnigste und wir haben auch total Glück. Es scheint pur die Sonne. Seit 2 Tagen, wir sind gestern nämlich angekommen. Und ja, wir sind hier in Freiburg zur Mundologia. Das ist so ein Foto-Reise-Abenteuer-Festival, immer am 1. Februar-Wochenende. Und da kommen wir seit Jahren her. Also ich mit Chris seit 2 Mal schon und vorher war ich mit meiner Mutter hier. Es ist ein mega geiles Festival. Ich glaube, das größte Fotofestival in Europa dieser Art. Und das darf man echt nicht verpassen, wenn man so ein Reisefan ist. Ja, und wir kommen hier, wie gesagt, seit Jahren her und quartieren uns dann immer irgendwie so privat ein. Aber jetzt sind wir ja schon seit 2 Jahren in so einem Hostel, das Black Forest Hostel hier in Freiburg. Das ist richtig geil. Es kostet irgendwie 29 Euro pro Nacht, pro Person im Doppelzimmer. Also es ist nicht so ganz günstig für ein Hostel, aber für uns halt super von Vorteil, weil wir uns ja selbst verpflegen können. Also wir nicht auf irgendein Buffet irgendwie bei einem Hotel irgendwie angewiesen, dass wir uns da was Veganes auspicken, sondern machen uns hier leckere Butterhaushalt gemacht und Brötchen mit Rucola und Trocken drauf, total gut, ein bisschen Obst. Ja, und für die Lehrvorträge haben wir uns auch so ein bisschen verpflegt, sozusagen vorbereitet, um was mitzunehmen. Aber wir dürfen natürlich hier auch nicht vergessen, in Freiburg mal ein bisschen was Veganes auszuprobieren. Es gibt, soweit wir recherchiert haben, kein rein veganes Restaurant oder so hier in Freiburg, aber mehrere Locations, ja, wo man auch was Veganes bekommt. Das haben wir gestern Abend haben wir auch schon eins ausprobiert. Das war so eine Salatbar, das heißt Salätchen. Ja klar, der Salat, ne? Da findet man immer was Veganes. Leider durfte man da nicht filmen. So dass wir euch davon berichten können und vielleicht mal ein Foto einblenden, was wir da so leckeres gegessen haben. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, und ansonsten ist es hier auch ganz nett. Also man kann hier die große Küche benutzen, da gibt es Kühlschränke, da kann man sein Essen einlagern. Hier ist ein ganz großes Regal, wo man dann auch nochmal sein Essen lagern kann. Das ist sehr zentral gelegen, das ist auch super. Man kann hier direkt zu Fuß durch die Innenstadt und Altstadt gehen und das ist für uns auf jeden Fall ideal. Ja, also super schönes Hostel. Also haben wir schon das 3. Jahr jetzt hier. Also ganz toll. Gestern waren wir auch spazieren. Das liegt hier nämlich so direkt am Weinberg. Ne? Da kann man da so hochspazieren. Also richtig geil. Falls ihr aus Freiburg kommt, dann kennt ihr es bestimmt. Aber falls ihr von irgendwo anders kommt, dann kommt doch mal nach Freiburg ins Black Forest Hostel. Also wir sind total begeistert davon. Und wie gesagt, von veganer Selbstverpflegung total genial. Ja, dann würde ich sagen, wir zeigen euch mal so einen Schwenk über Freiburg. Und vielleicht gehen wir mal nach essen, dann zeigen wir euch das natürlich. Nicht so richtig vollwertige oder vegane Sachen und da haben wir uns was mitgebracht. Einmal den Kartoffelsalat hier und Grünkernbratling, also kleine Bällchen haben wir daraus gemacht und das essen wir in der Sonne. Super geiles Wetter und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir sind hier gerade in Brasil gelandet. Das ist so ein Cocktailbar und ein Restaurant. Die ganze Nähe am Bahnhof von Freiburg, geht man so 5 Minuten ungefähr. Und wir sind hier relativ spontan vorbeigekommen. Wir wollten eigentlich woanders hin. Wir haben dann aber auf der Tageskarte gesehen, dass hier was Veganes draufstand und haben gedacht, okay, da müssen wir mal reingucken. Und haben jetzt auch in der Karte mehrere vegane Sachen gefunden. Das ist total genial. Zum Beispiel hier an den Wochengerichten, da sind jetzt 3 verschiedene vegane Sachen dabei. Linseneintopf, Spaghetti, Räuchertofu. Dann haben sie Frühstück. Da haben sie auch 3 verschiedene vegane Frühstücke dabei. Abends die Speisen haben sie auch was zur Auswahl. Bratkartoffeln, Pfannkuchen und Spaghetti. Und dann haben sie noch unterschiedliche Sachen, die hier auf den Tafeln so geschrieben stehen. Also Tagesangebote. Ne? Da habe ich jetzt zum Beispiel genommen Gemüselasagne vegan mit Tomatensauce. Ne? Das habe ich jetzt bestellt. Du hast Bratkartoffeln mit hausgemachten Tzatziki und dazu noch mariniertes Pfannengemüse.
Also die Auswahl ist hier relativ groß so für Veganer, ne? Auch wenn es hier ganz normale Sachen gibt. Aber ja, waren wir sehr positiv überrascht. Vor allem, dass es hier so zentral gelegen ist, total genial. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, wie es schmeckt. Zum Ambiente vielleicht schon mal. Ist hier sehr gemütlich, also sehr voll hier am Samstagabend. Wir haben gerade noch mal so einen Tisch bekommen, also Glück gehabt. Ja, ist eine Cocktailbar auch hier, ne? Also kein reines Restaurant. Ja, es ist auch ein bisschen lauter, weil es halt voll ist, aber es ist trotzdem gemütlich eingerichtet und so. Wir sitzen hier ganz, ganz schön. Ja, lassen wir uns mal hier gut gehen. So, hier für zwischendurch haben wir uns jetzt gerade mal eine leckere vegane Pizza geholt. Tada. Und zwar hier im Amara Schlimmerstüble. Das ist so eine, ja, eigentlich eine ganz normale Dönerbude, wo es auch halt so Snacks gibt wie Pizza und sowas. Die haben aber auch extra auch auf der Karte vegane Sachen, also veganen Döner, vegane Pizza, vegane Lammertschuhen, genau. Und sowas. Richtig gut, hier waren wir letztes Jahr schon mal, es hat uns sehr gut geschmeckt. Ja, und jetzt für zwischendurch haben wir uns nochmal eine Pizza geholt, die teilen wir uns gleich. Riecht schon sehr gut. Die haben übrigens gerade komplett neu umgebaut, also ist drin alles sehr neu. Ja. Und sieht sehr gemütlich aus auch. Wir essen es jetzt aber hier zwischendurch irgendwo, weil wir gleich wieder zur Monologia müssen, den nächsten Vortrag gucken. Was machst du da? Ist das überhaupt Thrive? Thrive.de, tauglich ist es nicht, aber wir machen mal eine Ausnahme hier in Freiburg. Moin Leute, wir wollen jetzt schön frühstücken gehen. Erst haben wir uns hier dieses Manna rausgesucht, da waren wir nämlich letztes Jahr in Freiburg schon mal frühstücken. Aber wir haben uns jetzt doch entschieden, nochmal ins Brasil zu fahren, wo wir ja schon gegessen haben. Da gibt es leckere Pfannkuchen. Hier gibt es zwar auch zwei vegane Sachen auf der Karte, nämlich Hummus Bruschetta und Linsensalat, aber das war vom letzten Mal, das war relativ teuer irgendwie. Also so insgesamt haben wir noch ein paar Sachen dazu bestellt. Das war relativ teuer und irgendwie haben wir jetzt auch was Pfannkuchen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal ins Brasil. Aber wie gesagt, hier könnt ihr auch was Veganes bekommen. Ne? Also das Brot schmeckt richtig lecker. Ich habe richtig schöne Kruste. Ich glaube, das machen die hier selbst. So, wir waren jetzt hier nochmal im Brasil essen. Eigentlich versuchen wir immer so viele Sachen wie möglich auszuprobieren, aber uns hat es hier so gut gefallen, dass wir jetzt hier nochmal hergekommen sind. Außerdem hatten wir so ein bisschen Schwierigkeiten, vegane Frühstücksmöglichkeiten hier in Freiburg zu finden und haben uns gedacht, diese Pfannkuchen, die waren so verlockend, wir kommen hier einfach nochmal her. Es hat sich echt gelohnt, also auch das Frühstück war hier sehr gut, die Pfannkuchen waren super. Und das Frühstück, das Fitnessfrühstück war auch okay, das Brot vor allem war sehr lecker. Ja, und wir haben ja wieder sehr gemütlich gegessen, war sehr schön, war auch wieder sehr voll, aber ja, stört ja nicht weiter. Der Service war übrigens auch super, also richtig auf Zack gewesen, sehr nett und ging alles sehr schnell und sehr aufmerksam gewesen. Hat uns richtig gut gefallen. Ja, können wir nur weiterempfehlen, auf jeden Fall hier mal ranzuschauen. Wenn ihr aus Freiburg seid, kennt ihr es wahrscheinlich. Wenn nicht, dann kommt doch mal her. So, ne? So, wir checken Freiburg jetzt mal weiter aus. So, wir haben jetzt hier nochmal was ganz Besonderes in Freiburg entdeckt, nämlich einen Saftladen, in Anführungszeichen natürlich. Und zwar hier den Freundsaft. Das ist eine ganz besondere Saftbar hier. Wir legen hier sehr viel Wert auf frische Regionalität und auf Bioqualität. Hier kriegt man nicht nur Säfte, sondern auch halt Smoothies und kleine Snacks, so wie Waffeln und was haben sie noch? Suppen, ne, so, und Sandwiches, so kleine Snacks sozusagen.
Ja, das ist ja ein ganz besonderer Laden, weil hier kann man zum Beispiel auch sowas machen wie Saftfasten, also so Detox-Wochen. Das Ganze ist gegründet von zwei Amerikanern, die hier das, sozusagen diese Saftkultur quasi aus den USA mitgebracht haben und auch ein spezielles Konzept, das nennt sich Juice Cleans, also das ist diese Detox-Geschichte. Und ja, was es so damit auf sich hat und auch wie dieser Laden hier zustande gekommen ist und die Idee dahinter, das wollen wir die beiden jetzt einfach mal fragen. Vielleicht haben die noch ein paar Einblicke für uns. Zwei Tipps. Ich und mein Partner haben einander kennengelernt und haben gedacht, wir machen etwas gemeinsam. Und was wir vermisst haben, sind gewisse Dinge von den USA. Wir haben uns schon gedacht, hier fest zu sitzen und so bleiben. Und dann haben wir gedacht, dass wir das, was wir vermisst haben, also das Beste von Amiland, hierher bringen würden. Und was wir haben, ist ein Laden, der eigentlich auf Pflanzenbasis ist. Alles. Mit Ausnahme von Milch für Kaffee, das gibt es. Aber sonst ist alles pflanzlich. Und sehr viel versuchen auch glutenfrei zu machen. Oder einfach, dass das Leckere auch gesund ist. Ja. Tolles Konzept. Und wie kommt das hier so an? Also wie lange gibt es euch hier schon und wie kommt das so an in Freiburg? Wir haben auch seit April, letztes Jahr, also das heißt noch 3 Monate, haben wir 1 Jahr. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß, das überhaupt zu tun. Und ich denke, wir werden es einfach weiter tun, solange hier Menschen an unsere, Kunst können wir das nicht nennen, aber unseren Spaß teilnehmen. Klasse. Der Lerone hatte gerade schon was angedeutet, dass ihr so ein spezielles Konzept habt, Säfte frisch zu halten und das dann auch an Supermärkte oder so zu liefern. Das ist so eure Expansionsidee, gehe ich mal von aus. Kannst du dazu noch was sagen? Also ihr habt uns gerade erwischt, dabei unseren größten Produktionstag in der Geschichte von unserem Laden zu erreichen. Und wir haben heute auch unsere neue Bämmer bekommen. Wir fahren morgen früh nach Nürnberg. Wir bleiben 4 Tage lang bei der Biofach, wo wir kaltgepresste Biosäfte vorstellen wollen, die es keinesgleichen gibt in Deutschland. Existiert einfach nicht im Laden. Das heißt, eine ganz neue Kategorie von Saft wird eingeführt und das werden wir hoffentlich mit großem Erfolg machen. Aber man muss erst verstehen, worum es geht, was kaltgepresst heißt und was kaltgeschützt heißt auch. Das heißt, wir verwenden ein Verfahren mit Druck statt Temperatur, um die Säfte länger haltbar zu machen. Das heißt, Enzyme, Vitamine, alles unglaublich geschützt und in gutem Zustand. Wow. Ja. Und es macht, wie gesagt, Spaß, das alles irgendwie zusammen gestalten zu können, damit es tatsächlich ein frisches Saft auf den deutschen Markt kommt. Klasse. Ja. Vielleicht überlegt ihr euch mal in Hannover, wo wir herkommen, auch eine Filiale aufzumachen. Sehr, sehr gerne. Da würden wir uns freuen. Es müssen nur Menschen einfach was haben wollen, was anliegt. Und dann werden wir unsere Sand verbreiten. Aber super. Bis dahin, Schritt für Schritt. Super. Wir hoffen auf das Beste. Klasse. Also ich finde das Konzept super und wir werden es auch gleich mal ausprobieren. Und wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit eurem Konzept, dass das weiter wächst. Und vielleicht auch in anderen Städten dann irgendwann mal wächst. Ja, wir hoffen. Man könnte einen Gegensatz zu Ich bin auch froh, dass wir es entdeckt haben. Wir haben das im Internet gesehen, dass es euch gibt. Und das wollte unbedingt herkommen. Da müssen wir nochmal hin, obwohl es ein Umweg jetzt für uns war. Und wir sind sehr froh, euch gefunden zu haben. Ja, vielen Dank. Ihr habt jetzt gesehen, das ist ja kein normaler Saftladen, sondern das ist eine richtig tolle Saftbar und mit einem richtig durchdachten und sehr guten Konzept, wie wir finden. Also die Speisen und auch die Getränke hier, die sind alle wirklich erstens mit Liebe gemacht, auch alles selbst zubereitet, alles Handarbeit sozusagen. Das sieht man auch, also wirklich sehr schön gemacht alles und es werden hochwertige Zutaten eingesetzt, alles Bio-Qualität, auch möglichst aus der Region, wenn das möglich ist. Und die Auswahl gefiel uns auch richtig gut. Wir konnten uns kaum entscheiden, was wir nehmen sollen. Wir haben jetzt uns entschieden für Smoothies zu nehmen. Ich habe hier so ein Sunshine mit Orange, Mango, Banane und Erdbeeren drin. Ich habe hier ein Cashnama, das ist halt mit Banane, Cashewmilch, Datteln, Ahornsirup und Wasser.
Ja, wird bestimmt richtig lecker sein, werde ich gleich mal probieren. Und dann haben wir uns noch ein paar Sachen mit auf den Weg genommen. Und zwar einmal hast du ja einen... Ich habe einen Quinoa-Salat, ja, das sieht so aus. Richtig viel, große Portion, riecht super lecker, bin ich sehr gespannt, wie es schmeckt. Und ich habe mir einen Hummus-Avocado-Sandwich mitgenommen. Da ist auch ganz viel mit Sprossen, Sprossen drauf und das ist ein Dinkelbrot, Dinkelvollkornbrot. Ne? Machen wir auch selber, also ist richtig gut, qualitativ hochwertig und vollwertig auch. Das vollwertig, das haben wir ja vermisst jetzt das Wochenende über. Ne? Wenn wir unterwegs sind, denken wir immer so, ah, da kriegen wir nichts Vollwertiges. Ne? Heute Morgen ja, haben wir uns dann Pfannkuchen eingezogen. Aber tatsächlich, man kriegt hier auch vollwertig. Es sind sogar teilweise pro-vegane Sachen, die hier angeboten werden. Ne? Das jetzt ist nicht roh-vegan, aber es ist immerhin vegan. Das ist ein Bananenbrot, haben wir noch ein Stückchen mitgenommen. Und hier so ein Cracker aus Cashew, Walnüssen, Mandeln mit Schokolade überzogen. Ja, das fällt nicht ganz vollwertig mit der Schokolade, aber immerhin gesünder als ein Pfannkuchen. Ja, also wir haben uns hier ein bisschen eingedeckt, gleich für unterwegs zum Schnabulieren. Und wir wollen nochmal betonen, dass es uns hier richtig gut gefallen hat und dass wir so einen Laden gerne auch in Hannover haben würden. Also Sie haben ja auch schon ein bisschen angedeutet, Sie wollen gerne expandieren und wenn die Nachfrage da ist, dann kann man das ja auch machen. Also wir würden uns sehr freuen, so einen Laden in Hannover oder in der Nähe zu haben, weil das ist echt nicht mit so einem normalen Saftladen zu vergleichen. Hier gibt es wirklich tolle Sachen. Ja. So, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg nach Hannover, haben jetzt so ein paar Stunden Zugfahrt vor uns und genießen ja gerade unsere Smoothies, die wir uns ja von Freundsaft mitgenommen haben, aus der tollen Saftbar, die wir euch gezeigt haben. Das hat uns übrigens auch am besten gefallen in Freiburg, sozusagen an veganen Möglichkeiten. Ja, aber auch die anderen Sachen, wo wir unterwegs waren, was wir euch gezeigt haben, haben uns sehr, sehr gut gefallen alle. Und ihr habt ja gesehen, wir haben uns teilweise auch selbst verpflegt in dem Hostel, das war auch super. Also es hat wunderbar geklappt, ne? Nimmt man sich ein paar Sachen mit. Ja, ja, also als Veganer muss man in Freiburg auf keinen Fall verhungern, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch sehr leckere Sachen. Ja. Genau, wir wollten natürlich nicht alles ausprobieren, wir hatten jetzt nur ein Wochenende Zeit, aber Freiburg ist generell eine sehr schöne Stadt und es lohnt sich da einfach mal vorbeizuschauen, wenn man einfach mal was Schönes vorhat, einen Städtetrip oder so und wie gesagt, das vegane Angebot ist auch in Ordnung und ja, das nächste Video kommt dann wieder auch von uns aus Hannover und bis dahin sagen wir, hier sind wir.